Ja, ich habe das Video gesehen. Ich habe auch ein anderes Video gesehen, ein paar Wochen später. Auch live auf Instagram. Drei Freundinnen unterhielten sich darin. Ein bisschen albern und gelöst und ich glaube, es war so ein spontanes Zusammentreffen. Die beiden MacherInnen des ersten viel diskutierten, interpretierten, auseinandergenommenen Videos waren auch dabei. Und eine mit ihnen befreundete Person. Sie kicherten und ihre Gesichter waren irgendwie entspannt. Es hatte sich irgendwas gelöst. Eine sagte: Wisst ihr eigentlich, dass ihr meinen Namen falsch aussprecht? Und dann lachten sie: Wirklich? Wie spricht man ihn denn aus? Und dann sagten die anderen beiden: Ja, bei meinem Namen ist es genauso. Und dann sprachen sie alle ihren eigenen Namen aus und übten den Namen der anderen beiden. Und dann kicherten sie und ja. Das war ein charmanter, lustiger Moment. Warmherzig irgendwie. Drei People of Color, drei AusländerInnen, drei andere. Sie loteten in ihrer Freundschaft ihr Anderssein aus. Zugewandt und liebevoll und lustig. In den Wochen davor wurden zwei von diesen beiden als AngreiferInnen, als aus der Reihe Tanzende, als böswillige, inkompetente Aneignerinnen einer ihnen nicht gehörenden Debatte dargestellt. Sie hatten Nazi-Hintergrund gesagt und gefragt, wie denn so die Verbindungslinien sind zwischen heutigem Kapital und Geschichte. Sie hatten nach Nutznießerinnen gefragt. Sie fragten und stolperten in eine Historie der sichtbaren und unsichtbaren Gewalt. Eine in gewissem Sinne ja, ziemlich gegenwärtige Historie. Ich mag den Begriff Nazi-Hintergrund nicht. Noch weniger aber mag ich den Begriff Migrationshintergrund. Und diese Umkehrung ist ja eine Provokation. Und darum sind die beiden Begriffe auch nicht gleich. Ich finde diese Umkehrung in gewissem Sinne auch irgendwie lustig und klug, aber es ist nicht so ganz meine Sprache. Solche Ge Begriffe, die beschreiben ja nichts Hintergründiges, sondern zementieren etwas an der Oberfläche, zeigen irgendwie so simple Trennlinien auf, als sei da ein Ist. Aber nichts ist, das nicht gemacht wird und darum irgendwie auch immer im Werden ist. Vielleicht ist das ein bisschen banal, aber banal ist auch, wie alles immer in so Polen, in Gegenüberstellungen, in zwei Seiten zerhämmert und zertrümmert wird. Machtverhältnisse, Klassenfragen, kulturelle und materielle Verwicklungen, Liebesbeziehungen, Begierden, Familiengeflechte, Verantwortungslasten. Nichts davon findet in Polen statt. Nichts davon ist bloß vordergründig. Polarisierung ist nicht, sie ist nicht, sie wird gemacht. Drei FreundInnen, die von außen als eins gesehen werden. Das ist auch richtig, sie sind auch eins, weil sie Zuneigung und Zeit teilen, Gedanken und Gefühle. Aber nicht, weil sie vordergründig als eine Gruppe zusammengefasst werden könnten. Sie tragen andere Orte in sich, kommen aus anderen Orten, besuchen andere Orte, bringen unterschiedliche Erfahrungen und Verbindungen mit sich. Zueinander und zu der Welt. Die Einheit wird also auch bei ihnen gemacht. Ich habe keinen Kopf mehr für polarisierende Zertrümmerungen, für Eindeutigkeiten, die mich verankern wollen in etwas, aus dem ich eigentlich raus will. Aber bitte auch keine Utopien, keine leitenden, führenden und vordenkenden, aber doch kollektives Denken und Handeln, eine Vision von einem besseren, gerechteren, machbaren. Bisschen mehr die Fresse halten und zuhören. Aber auch die Fresse aufmachen und es endlich aussprechen, was doch alle sehen,
das da gemacht wird. Das im Moment ist, aber nicht sein muss. Mein Name wird übrigens Asal ausgesprochen.